Muss ich Ihnen ehrlich sagen, das weiß ich leider nicht. Keine Ahnung. Jetzt wird's dünn. Es wird irgendwas mit Freiheit gewesen sein, könnte ich mir für Offenburg vorstellen. Es muss irgendwas mit Revolution sein, aber was weiß ich nicht. Wurde die Badische Revolution ausgerufen. Das ist der Geist der Badener, die sich nicht unbedingt alles sagen lassen. Ich finde die Badener inzwischen schon ein bisschen arg angepasst. Ich denke einfach, dass wir in einer anderen Zeit leben. Ich glaube, wir sind zu unmündig, zu satt. Sondern müsste sagen, man möchte was ändern, man möchte was an der Politik ändern, man möchte einfach nicht mehr von oben alles diktieren lassen, wie wir uns zu verhalten haben. Und schon gar nicht von rechts diktieren lassen, wie wir uns zu verhalten haben. Ich glaube, wir müssten die Politiker mehr fordern, mit uns in Dialog zu gehen. Ja, Politiker geben ja auch keine klaren Antworten. Sie müssen ja, weil es komplizierte Fragen sind, kompliziert antworten, aber das wird nicht so wahrgenommen. Es wird so wahrgenommen, als ob sie ausweichen wollen. Ist es etwas in Vergessenheit geraten, wofür damals wirklich gekämpft wurde, weshalb die Revolution ausgerufen wurde und was man damit auch erreicht hat? Weil, dass wir für unsere Freiheit kämpfen, müssen wir zum Glück nicht. Aber ich finde, dass wir, wo wir die Freiheit jetzt haben, vielleicht für die Freiheit von anderen Menschen einstehen sollten. Also ich würde eher sagen, wir sind unmündig geworden. Wir denken gar nicht mehr selber nach. Also ganz oft einfach, weil es uns egal ist. Ich bin ja nun ehemaliger DDR-Bürger. Wir haben ja auch, wie gesagt, Revolution gemacht, friedliche Revolution, weil es nicht mehr so weiterging. Was würdest du dir wünschen? Besseren Geschichtsunterricht. Dann hätte ich das Datum jetzt gewusst. Es gab damals die gelben Socken, die Hegerbärte. Es wäre richtig geil, wenn hier 2000 Leute stehen würden mit Hegerbärten, mit gelben Socken und aufstehen würden und sagen würden, hey, wir wollen das anders. Das wäre geil.